Religion, ach Blödsinn, das ist nicht wahr. Das war etwas übertrieben, sagen wir. Vielleicht 1 zu 500. Hey, Trevor! Zeig mal, was du im Rucksack hast. Nimm dieses Ding aus meinem Gesicht! Mach, dass du rauskommst! Du bist ein Unruhestifter! Verschwinde endlich! Jedes Mal, wenn du mich siehst, wirst du Jingle Bells singen, klar? Sonst passiert was. Na los, beweg dich. Das zahle ich euch heim. Dann werde ich eben ein Märtyrer, was soll's. Ich erteile diesen Scheißkerl eine Lektion. Das müsste ich doch irgendwie hinkriegen. Und das hier? Das war, als ich von zu Hause weggelaufen bin. Aha. Friedenschor? Wir retten die Welt? Genau genommen hat die Welt mich gerettet. Hm. Und das? Meine erste Regie. Das war in der Nähe von Broadway. Ein Kritiker schrieb damals, es wäre nicht mal im Ansatz in der Nähe von etwas gewesen, das an den Broadway gehört. Das war's dann. Und das? Ein Mannschau in Seattle. Kritiken wie von meiner Mutter, also durfte ich nach New York. Haben alle gut an mir verdient. Noch Wein? Weißt du, im Lehrerzimmer bist du das Gesprächsthema. Ach was? Alle fragen sich, wieso du den Bombenmann als kaltblütigen Mörder besetzt, denn bang, bang, du wirst kalt gemacht. Bang, 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 du bist tot. Und ich finde, dass du ihn Bombenmann nennst, ist auch nicht gerade hilfreich. Wenn du Trevor vorher kennengelernt hättest, wegen Kids wie ihm wollte ich Lehrer werden. Oh, klingt nach Don Quixote. Er ist der ehrlichste Schüler, den ich je hatte. Ehrlich? Und wir reden vom selben Jungen? Oh, schnell! Sieht gut aus! Oi. Naja, Knoblauchbrot Flambé. Meine Spezialität. Okay, wir fangen einfach an. Josh, die Toten. Auf die Bühne bitte. Wir machen Folgendes. Der Text interessiert uns erstmal nicht besonders. Es geht nur um den Rhythmus. Josh fängt an. Ist okay, nervös zu sein. Und? Wer ist da? Okay. Also, ich bin im Knast. Und das sind die Kids, die ich vorhin umgebracht habe, ja? Genau. Also, das komplette Stück findet in meinem Kopf statt. Die Toten sind Ausgeburt in deiner Fantasie. Ich verstehe nicht, warum rede ich da mit ihnen? Ah? Also, das komplette Stück ist in meinem Kopf. Ah. Also offenbar ringe ich mit meinem Gewissen. Ah. Warum beschwöre ich sie herauf, obwohl ich weiß, dass sie mich fertig machen werden? Hey, lass mal hören. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle. Dann reden wir mal über Auslöser. Du weißt schon Dinge, die dich wütend machen. Wenn du den Auslöser kennst, kannst du dich bremsen, bevor du in Schwierigkeiten kommst. Also los. Erzähl mir, was dich total ausrasten lässt. Das ist schwer. Ich weiß. Na los. Weil ich... Naja, ich liebe alle Menschen. Das wird nicht funktionieren. Wenn du dich nicht öffnest, okay? Mich öffnen damit. Sie das gegen mich verwenden. Wenn du nicht reden willst, nutz die Zeit lieber zum Lernen. Oh, okay. Ich würde mich umbringen, nicht darüber reden zu dürfen. Okay, das war's. Okay. Alles klar? Ja. Okay. Jetzt nach der Schule. Bist du fertig? Ja. Was soll das? Schluss jetzt mit dem Videokram. Wir haben viel zu tun. Komm schon. Na komm.
Josh, wir kaufen dir bestimmt kein Gewehr. Mom, hör mir doch mal zu. Zuerst musste es ein PC sein, dann jedes Computerspiel, das hier entwickelt wurde und dann der Laptop. Für die Schule, Dad. Sie wollten mich sprechen? Ja, nehmen Sie bitte Platz. Hallo, ich habe gehört, Sie führen ein Stück über einen Jungen auf, der Massenmord begeht. Ich nehme meinen Sohn sofort von der Schule, wenn... Mrs. Meyer, meine Tochter sagt, sie spielt in einem Theaterstück mit, das Bang Bang, du bist tot heißt. Ich kann mir nicht Hier spricht Police Officer Bud McGee. Ich rufe an, weil mir zugetragen wurde, dass Sie an der Schule ein Theaterstück über einen Jugendlichen... Ich habe verstanden. Es gibt noch mehr. Viel mehr. Keiner davon gut. Haben Sie es überhaupt gelesen? Das brauche ich nicht. Schon der Titel bringt das Fass zum Überlaufen, Val. Es wurde tausende Male aufgeführt. Wenn eine Schule einen Metalldetektor für $11,000 installiert, kann sie kein Stück spielen mit dem Titel Bang Bang, du stirbst. Bang Bang, du bist tot. Was schlagen Sie vor? Vielleicht Romeo und Julia? Zwei Teenager begehen Selbstmord? Touché, Val. Finden Sie etwas Adäquateres. Das meinst du doch nicht ernst. Hey, wir proben hier. Pech für euch. Wir sind hier ab 16 Uhr eingetragen. Es ist noch nicht 16 Uhr, also mach die Tür zu. Ihr habt 3 Minuten. Sagen wir 5, du hast uns unterbrochen. Okay. Für die Schule, Dad. Und ein Handy und immer die neuesten Klamotten. Proben wir woanders weiter. Komm, Trevor. Ich weiß nicht, wo dein Problem liegt, aber ich habe keinen Schiss vor dir. Weißt du, mein Problem ist folgendes. Das hier ist ein Theaterproberaum. Wir können ja schlecht auf dem Footballfeld proben, oder? Wir üben was für die Mannschaft ein. Ach, wirklich? Ist ja niedlich. Komm wieder runter. Hey, willst du dich mit Trevor anlegen? Das nächste Mal erlebst du was. Mal sehen, ob du das Maul so aufreißt, wenn wir allein sind, Kleiner. Wir haben keine Nummern auf dem Rücken, aber wir können trotzdem hart zuschlagen. Worauf wartest du? Hey, Trevor, wir gehen jetzt. Ammoniumnitrat. Was? Kerosin, Zündschnur, Feuerzeug. Boom. Mann, habe ich Angst, Müllfresse! The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, alone I drop and kneel. And I said, oh, so I held my head up high. Hiding hate that burns inside, only fuels their self-strife. And I said, hey, Trev! Ich muss lernen, meine Wut zu bewältigen. Wir haben auch einen Platz, an dem wir lernen, unsere Wut zu bewältigen. Willst du einen Ausflug machen? Sprechen kann? Na klar, Mann. Beeil dich. Entschuldige bitte. Tut mir leid, ich weiß nicht mal, wie du heißt. Ah, die Neue. Ich bin 2x22, aber nenn mich ruhig 44. Ein Lächeln würde dich nicht umbringen. Hör zu, tut mir leid, was vorhin im Proberaum war. Dieser Brad ist ein Wahnsinnsspieler, aber manchmal hat er sich nicht im Griff, damit du nicht denkst, wir wären alle so drauf. Dachte ich schon, aber jetzt weiß ich's ja. Wiedersehen. Wiedersehen ist ein hässliches Wort. Wie wär's mit, wir sehen uns beim Essen morgen? Nein, danke. Hast du etwa auch was gegen Jocks? Nein, ich wüsste nur nicht, warum ich sie mögen sollte. Aber das kann sich ändern. Kommst du am Samstag zum Spiel? Nein. Ich sag dir was. Du kommst zu unserem Spiel und ich sehe mir eure Aufführung an.
Das ist nicht fair. Wieso nicht? Weil du bei uns eine kulturelle Darbietung zu sehen kriegst und ich einen Haufen Spinner, die sich die Köpfe einschlagen. Wiedersehen. Was ist das eigentlich für ein Stück? Ich spiele einen Typ, der seine Eltern umbringt und dann in die Schule geht und 5 Klassenkameraden wegballert. Nicht jeden mit hierher, nur dass du es weißt. Hier lang. Oh ja. Bist du ein Bier? Na logo. Können wir selbst sein. Probier's mal. Entschuldigen Sie bitte. Nochmal von Anfang. Josh mit der Waffe und...